Als erstes starten wir mit einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden und interessanten Vortrag. Gehalten wird er von Marcel Normann, Luke Seelenbinder und Petre Pridal. Und zwar geht es um MapLibre. MapLibre out of the box, wenn Open Source plötzlich Closed Source wird. Und ich denke, das wird viele interessieren. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, was die drei uns gleich erzählen. Wenn Sie Fragen haben, es gibt in dem System, in dem Venulus, was wir benutzen, neben dem Chat, rechts neben dem Videobild, auch einen Fragentab. Das heißt, da können Sie die Fragen hereinschreiben, und im Anschluss werden die drei, dann noch quasi Rede und Antwort stehen, sodass die dann auch quasi direkt ihre Fragen beantworten können. Wenn jemand anderes schon dieselbe Frage gestellt hat, wie Sie, stellen wollten, können Sie das einfach hochvoten. Je mehr Votes, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Frage dann auch quasi am Ende drangenommen wird. Wir haben danach ein bisschen Puffer, von daher denke ich, dass wir sehr viele Fragen beantworten können. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Vortrag MapLibre out of the box, wenn Open Source plötzlich Closed Source ist. Bitte schön. Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Vortrag Out of the Map Box. Wir drei sind Board Members des MapLibre-Projekts, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen, und wir werden heute diskutieren, was passiert, wenn Open Source plötzlich Closed Source ist. Viele haben sicher bereits von MapLibre gehört. Wir haben nach dem Fork von Mapbox in den letzten Monaten sehr viel Interesse erzeugt und auch Beiträge von großen Firmen wie Amazon, Facebook oder Microsoft bekommen. Ich heiße Luke Seelenbinder und ich bin Gründer der Firma Stadia Maps. Stadia Maps bieten Karten und geografischen Daten für Online- und Offline-Einrichtungen seit 2015 an. Und ich gebe weiter an Peter. Hallo, ich bin Petre Pridal. Ich arbeite für Mapfiler. Wir bieten Straßen, Satelliten und deren Kartendaten der ganzen Welt an für die Nutzung durch Entwickler, die an Web- und Mobile-Apps arbeiten. Es ist eine offene Alternative zu Google Maps API, die für Leaflet, Open Layers und offene Projekte wie MapLibre gemacht ist. Sie kennen vielleicht unsere Projekte Open Map Tiles, Tile Server GL oder nutzen bereits unsere Beiträge zu GDAL, OLCISIUM und anderen. Ja, mein Name ist Marcel Normann, ich bin technischer Leiter der Ware Group. Wir sind Dienstleister im Open-Source-Software-Bereich der GIS-Branche. Wir haben Niederlassungen in Bonn, Berlin, Freiburg und seit neuestem auch ein kleines Büro noch in Hamburg. Ja, wir sprechen heute über MapLibre, haben dafür ungefähr 30 Minuten Zeit. Beginnen mit der Geschichte von LabLibre und einen ganz kurzen Abriss, was MapLibre eigentlich ist. Dann werden wir MapLibre GLGS nochmal vorstellen, was damit alles zu machen ist, dann MapLibre Native. Und dann gucken wir uns mal an, wo das Projekt heute steht. Ein kleiner Überblick über die Unterprojekte, die Organisation rund um das Projekt, die weitere Roadmap. Dann gucken wir, was wir individuell jeweils gelernt haben während dieses Projekts. Es ist ja eine ungewöhnliche Situation, dass ein so großes Projekt plötzlich als Community-Projekt geführt wird, wo es vorher kommerziell betrieben wurde. Und dann werden wir darüber sprechen, wie ihr mitmachen könnt, auf welche Art und Weise. Und am Ende gibt es dann natürlich noch eine längere Session zu Fragen und Antworten. Die Geschichte von MapLibre, wie alles begann. Ich mache einen kleinen Schritt zurück, nämlich was ist MapLibre eigentlich? MapLibre ist eine Library für Kartenanwendungen im Web und auf mobilen Geräten. So ein bisschen analog zu sehen, Open Layers, Leaflet, Google Maps API. Wenn man es direkt mit Open Layers vergleicht, was ja die meisten hier kennen dürfen, dann geht es in Open Layers darum, das geografisch richtig zu machen. Diese geografische Richtigkeit können wir mit einigen Kompromissen in MapLibre auch herstellen, aber dort geht es eher darum, geografische Daten für Endanwender erfahrbar, verfügbar zu machen, also das ganze Thema so ein bisschen zu demokratisieren. Wie gesagt, etwas plakativ gesprochen. Neben Mapbox ist es die Referenzimplementierung für Vektorteils im Web. Letztlich ist es so, dieses Thema der Demokratisierung bedingt, dass man auch, sage ich mal, Formate benutzt, die das ermöglichen. Und hier ist es das Thema Vektorteils. Das heißt, die Daten werden nicht mehr als Bitmap zum Client geschickt, sondern es werden Rohdaten geschickt und der Client rendert die dann. Das macht dann einige Anwendungsfälle überhaupt erst performant möglich. Wichtig hier für den Bereich, ich mache mal zwei Punkte gleichzeitig auf. MapLibre ist ein Community-Fork von Mapbox GLGS, der ist ursprünglich mal von der Firma Mapbox, wie der Name sagt, entwickelt wurde.
Das ist ein Cloud-Provider gewesen oder ist noch einer, der OpenStreetMap-Karten anbietet als Cloud-Dienstleistung. Das heißt, wenn ich eine Karte auf meiner Webseite anbieten will, dann gibt man denen ein bisschen Geld und dann darf man quasi dort beliebige Mengen von Karten oder eine bestimmte Menge von Karten anzeigen. Was MapLibre halt einzigartig macht im Vergleich zu Mapbox, es ist im Gegensatz zu Mapbox JLJS weiterhin Open Source. Das war es tatsächlich bei Mapbox auch bis letztes Jahr. Bis letztes Jahr, 8. Dezember, kann ich mich daran erinnern, weil es mein Geburtstag ist. Und ich weiß gar nicht, gleich um 9 Uhr morgens kam die Nachricht, irgendwie Mapbox hat die Lizenz geändert. Ich habe dann sofort quasi weltweit jeden angeschrieben, wo ich wusste, dass der oder gedacht habe, dass derjenige vielleicht Interesse daran hat, dass Mapbox weiterhin Open Source ist. Bin zuallererst auf Peter getroffen. Darüber ist dann irgendwann so eine kleine Gruppe entstanden, die dann dieses Projekt aus der Taufe gehoben hat. Hier mal links als Bild so ein Sinnbild, was so ein bisschen passiert ist. Alles, was bis zur Version, ich glaube, 1.14 gelaufen ist in Mapbox, ist weiterhin Open Source. Und Mapbox hat quasi diese Closed Source. Alles, alle neuen Versionen drumherum, ist quasi ja wie so eine zusätzliche Puppe on top. Das heißt, der Kern ist lizenzsicher einfach eingepackt worden, aber alles, was neu hinzukommt, ist eine Closed-Source-Lizenz, Stichwort Mapbox Terms of Services, eine unabhängig vom Projekt gepflegte Lizenz. Ja, wir haben halt 36 Stunden später das erste Meeting, ist eine ganze Menge Aufbauarbeit geleistet worden, technisch vor allem Gruß Richtung Juri, der sitzt, soviel ich weiß, an der Ostküste der USA. Organisatorisch, die Leute, die da beteiligt sind, die sind gerade hier Session-Hosts, plus ein paar andere. Später, ganz interessant, sind viele weitere Kontributoren hinzugekommen. Ich mache mal die alphabetische Ordnung, es sind noch ganz viele andere, aber ich würde mal gerne da herausreden. Es sind tatsächlich Amazon, Facebook und auch Microsoft. Das wird ja den einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen wundern, dass die dort einen Beitrag geleistet haben. Ja, später gab es noch ein paar weitere Projekte, die werden wir später noch vorstellen. Da ist zum Beispiel der Bereich MapLibre Native zu nennen. Aber wie gesagt, ich übergebe dann erstmal an Luke. Jetzt zeige ich euch eine kurze Einleitung in der MapLibre GRJS Library an. Eigentlich war GRJS der Anfang des MapLibre Projekts, wie Marcel schon gesagt hat. GeoNative war schon ein Closed-Source-Projekt, aber GeoJS war bis in letztes Jahr noch offen. Mit dem Wechsel dieser Lizenz ist er ganz klar geworden, dass ein Open-Sources-Projekt nötig ist. GeoJS ist ein JavaScript-Library zu unterstützen 2D- und 3D-Kartendarstellung in dem Browser oder ähnliches Plattform. GPU-Darstellung ist auch möglich. Man kann viel mit GeoJS in dem Browser aufbauen. Es bietet viele Möglichkeiten für Layers an. Normalerweise braucht man Mapbox Vector Tiles für das Base Layer, Straßen, Städten und so weiter. Dazu kann man normale Rasterkacheln, zum Beispiel Satellitenbilder oder Slippy Map Tiles, anderen Vector Tile Quellen, Geländemodellen oder sogar einen Heatmap Diagramm reinbringen, um den Karten etwas Interessantes zu vorstellen. Die Gestaltung ist sehr flexibel und kann in Vorübergehen umgewandelt werden, mit neuen Quellen oder Layers hinzugefügt oder gelöscht. Diese Flexibilität braucht man nur einfaches JavaScript oder JSON zu benutzen. Und alles funktioniert in fast jedem Browser, inklusive Handy, Tablet und Desktop. MapLibre GeoJS ist auch datenschutzfreundlich. Wir haben entschieden, die Tracking Codes von Mapbox zu entfernen. Und das heißt, dass keine Daten von Benutzer an Mapbox oder MapLibre geschickt werden. MapLibre.js hat vielen Plugins oder sonstigen Erweiterungen, zum Beispiel Navigation, Zeichenmodus und so weiter. Und am meisten könnte man diesen ohne viel Arbeit auch benutzen. Jetzt möchte ich euch ein ganz leichtes Beispiel zeigen, wie ihr relativ einfach in euren Websites MapLibre.js integrieren konntet. Es braucht nur wenige Lines of Code und zwei Imports, eine vom JavaScript, eine vom CSS, wie es gezeigt ist an der rechten Seite. Habt ihr eine Karte in weniger als 5 Minuten. Jetzt gebe ich an Peter, um MapLibre Native zu vorstellen. Neben der JavaScript-Code-Implementierung der Kartendarstellung ist Teil des MapLibre-Projekts
auch der Native in C++ implementierte Renderer. Der ist gemacht für die Entwicklung von Anwendungen, die in Maschinencode kompiliert werden sollen. Das sind zum Beispiel die Natel-Apps für Ihr Handy oder Tablet oder Anwendungen, die auf einer Serverseite laufen oder auf den Embedded-Geräten, zum Beispiel Autonavigationen. Eigentlich ist dieser Code eine echte Open-Source-Multiplattform-Alternative zu Google Maps SDK oder Apple MapKit, bei denen Sie jeden Teil modifizieren und Ihre eigenen Daten vollständig integrieren können. MapLibre Native erzeugt die gleiche grafische Darstellung der Karten wie JavaScript für die Kartenstile, die mit GLJSON-Spezifikation definiert sind. Die Lizenz für diese Komponente wurde von Mapbox bereits im April letzten Jahres geändert. Seitdem hat das MapTiler-Team den letzten offen lizenzierten Quellcode bearbeitet. Jetzt ist es ein Teil der MapLibre-Organisation. Der Entwickler konnte der Code derzeit bei beiden größten mobilen Plattformen Android und iOS verwenden. Der C++-Code hat auch Wrapper für Mac, Qt, Node.js und andere Plattformen. Es ist BSD-lizenziert, also komplett Open Source und sammelt keine persönlichen Daten über die Benutzer. Neben vielen kleineren Modifikationen haben wir mit Ingenieuren von Amazon an die Reimplementierung der Shader in die Apple Metal-Sprache gearbeitet. Es ist mit Hilfe der Angle-Projekt realisiert und es stellt sicher, dass der Code schneller ist und auch mit zukünftigen Versionen von iOS und modernen Geräten nutzbar ist. Mit diesem SDK und ein paar Zeilen Code kann jeder seine eigene Mobile-Apps auf Android erstellen und die gleiche Beispielkarte wie in JavaScript vorher anzeigen. Die Karten werden von einem Kartenhosting-Anbieter oder von Ihrem eigenen Server geladen. Sie können auch offline sein, direkt auf die Gerät gespeichert. Bisher haben wir den Mapbox Namespace in Code nicht verändert. Wenn wir das tun, dann so, dass die Rückwärtskompatibilität erhalten bleibt. Fast das gleiche Code läuft auch auf iOS mit der Swift-Sprache. Er ist sogar ein bisschen kürzer. Wenn Sie weitere Beispiele benötigen, kann ich Ihnen die Webseite mapteller.com-docs empfehlen. Die Dokumentation ist Teil des Quellcode-Repository und wird bald auch auf der MapLibre-Webseite landen. Und wie ist der Stand der Entwicklung des Projekts? Für ein erfolgreiches Open-Source-Projekt braucht es viele Leute, die verschiedene Rollen übernehmen. Manche programmieren, andere dokumentieren, andere sind wertvolle Tester, unterstützen die Benutzer oder tragen Patches bei und liefern Anregungen. Unser Hauptziel war bis jetzt die langfristige Nachhaltigkeit des Projekts. Es gibt eine aktive Gruppe von Menschen aus verschiedenen Firmen und Institutionen, die sich um die Zukunft des Projekts kümmern. Diese bilden den Steering Committee und treffen sich regelmäßig. Das Projekt ist stabil mit automatisierten Tests bei jeder Pull-Request auf GitHub. Es gibt eine wachsende Dokumentation und Webseite unter maplibre.org. Und mit Metal haben wir die erste große Modifikation im Einsatz. Und was kommt als nächstes? Viele Modifikationen sind in der Diskussion und alles hängt von dem Beitrag der Community ab. Die vielleicht größte Änderung, die kommen kann, ist die Initialisierung der Karte in einem lokalen Koordinatensystem, das durch den EPSG-Code definiert ist, wie eine UTM-Zone oder LW95 in der Schweiz. Es gibt einen Prototyp, genauso für die Anzeige des Gelände im 3D und noch engere Integration mit Leaflet und OpenLayers. Die Verbesserung der Leistung steht auf der Liste auch und wir haben auch über PDE-Vektor und S3-Kompatibilität gesprochen. Vielleicht werden wir bald suchen einen Teilzeit-Maintainer und Community-Unterstützer, der aus den monatlichen Spenden bezahlt werden konnte. Die Ideen sind ganz offen und wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Ich möchte jetzt ein kleines Überblick über die Unterprojekte von MapLibre geben. Wir sind nicht nur ein JS oder Native Library, sondern auch eine DAC-Organisation für verschiedene Nebenprojekte. Natürlich haben wir die Darstellung Libraries. GLJS für Web und GLNative SDKs für Mobile, Node.js und Server-Side
darstellen. Wir haben diesen SDK schon vorgestellt ein bisschen und Sie brauchen nicht viel weiteres als Vorführung. Aber diese Libraries wären ohne Dokumentation relativ nutzlos. Deshalb gibt es auch die Dokumentation-Repos. Die Dokumentation sind auf verschiedene Websites hochgeladen und sie werden bald auf maplibre.org erreichbar. Die Dokumentation sind mit großer Hilfe von anderen für MapLibre GL umgewandelt worden und für diese Hilfe sind wir sehr dankbar. Auch dazu haben wir einen Repo von sogenannten Demo-Tiles, einen kostenlos Ofenkachel-Repository auf GitHub Pages für CI/CD-Pipelines, persönliche Projekte oder was auch immer MVTs integrieren könntet. Wir danken MapTiler für ihren Beitrag dafür. Weitere Projekte sind Plugins, verschiedene Plugins, Navigation-Plugin zu integrieren Turn-by-Turn oder Navi-Funktionalität, einen Leaflet-Integration-Plugin für GL.js und die Unterprojekte werden sicher sich erweitern. Ja, der Projektstatus beim Thema Organisation. Da sieht es das halt so aus, dass wir uns klar entschieden haben, nicht einer Foundation beizutreten, auch nicht der OSGEO. Das hat einen Grund, dass wir die Sache zurzeit komplizierter machen und nicht einfacher. Wir hatten uns anfangs vor allem Rechtsschutz versprochen. Das liefert keine einzige Foundation, mit denen wir gesprochen haben. Und auf deiner Seite sind wir auch von einem Rechtsanwalt, der uns von Facebook zur Verfügung gestellt wurde, beraten worden. Er sagte, die rechtlichen Risiken sind nicht so groß. Wir haben natürlich besonders Angst vor sogenannten Backports. Das heißt, jemand nimmt Code von Mapbox, der nicht unter Open-Source-Lizenz steht, und kopiert den quasi ins MapLibre-Projekt. Und da ist es einfach so, wir machen es, wir haben es zum Teil Regeln gemacht. Du darfst es nicht tun. Wenn du das tust, bist du derjenige, der dagegen verstoßen hat. Und auf deiner Seite wird Backport-Spanning soll Teil der CI werden. Das heißt, wir scannen automatisch, ob das etwas ist, was aus dem Closed-Source-Bereich von Mapbox rauskommt. Versuchen mit dem geringstmöglichen Overhead zurzeit zu starten. Das technische Projekt muss primär laufen. Die Governance-Strukturen bauen wir parallel auf. Das läuft jetzt so langsam wieder zusammen. Und ansonsten streben wir die typischen Strukturen eines Community-Projekts an. Da wird es nichts Überraschendes an der Stelle geben. Die Frage ist halt, wer zuerst dieses Community-Projekt führt. Finanzierung geht bereits zurzeit. Das ist überhaupt Collective möglich. Geht auf Sponsors. Gehen wir im Anschluss nochmal drauf ein. Ja, die große Frage, die, wie gesagt, zu seinem Raumschiff, wer hat eigentlich das Sagen? Das ist halt kein organisch gewachsenes Projekt. Das heißt, man kann gar nicht bewerten, wer einen Beitrag geleistet hat und wer dementsprechend auch wählen darf, so ein Steering-Committee. Wir haben einfach gesagt, wir haben zurzeit, in der jetzt wirklich ganz akut ist in der Diskussion, halt, dass es quasi ein Interim-Project-Steering-Committee gibt, wo halt die Personen drin sind, die das Projekt gegründet haben, aus der Taufe gehoben haben und aber auch nach folgend einen anhaltenden Beitrag geleistet haben. Das sind so 4-5 Personen. Wie gesagt, eine Entscheidung darüber gibt es noch nicht, aber das wird halt in den nächsten Tagen fallen. Deren Aufgabe ist dann halt der wichtigste Schritt, die Demokratisierung des Projekts, das heißt schlichtweg die erste Wahl eines richtigen Project-Steering-Komitees vorzubereiten. Und jetzt zu meinen Lessons learned. Ich habe 3 Lessons learned an diesem Anfangsprozess des Projektes. Aus Kontext ist MapLibre das erste Projekt, bei dem ich einen Teil des Leitungsprozesses gehabt habe. Und deshalb ist es ein bisschen schwierig für mich zu sagen, was genau ich einfach allgemein zu Open-Source-Projekten gelernt habe und was genau von MapLibre direkt gelernt habe. Erstens habe ich gelernt, dass es sehr viel Arbeit braucht, um Leute zusammenzubringen. Am Anfang habe ich vor allem darauf fokussiert, dass wir eine Einheit, einen Zusammenhalt finden können und darauf auch bauen können. Nämlich habe ich viele Tweets, E-Mails, Hacker News Comments geschrieben an alle, die Interesse bekundet haben. Und durch das habe ich gelernt, dass oftmals muss ich einfach eine Hoffnung geben. Ich muss sagen, ja, es wird ein gemeinsam community-getriebenes Projekt geben. Es wird nicht 2 oder 5 oder 10 Folks geben. Und ich war so darauf fokussiert, weil ich habe gewusst, dass es eigentlich sehr wichtig war, dass wir
ein Projekt mit genug Ressourcen erreicht, statt mehrere Projekte, von denen keine genügend Ressourcen hätten. Gleichzeitig war es mir überraschend, wie viele Leute mithelfen möchten. Als Beispiel unsere Organisation, MapLibre, hat Beiträge von vielen Firmen, egal ob sie manchmal gegeneinander Konkurrenz sind. Und ich freue mich über, was in einer relativ kurzen Zeit etabliert war. Zweitens habe ich gelernt, dass alles braucht immer mehr Zeit als erwartet. Ich habe gedacht, dass nach wenigen Wochen und sicher nach maximal 2 Monaten würden wir eine ganze Struktur für MapLibre schon erreicht haben. Speak und span. Aber es war eigentlich nicht so. Trotzdem ist das total okay. Ich habe gelernt, dass alles kommt, wie es soll, aber nur bei Geduld und nach ein bisschen Zeit. Drittens habe ich gelernt, dass ohne diese super Community, die wir so stark gearbeitet zu bauen haben, wäre MapLibre nichts. Keine Firma von uns könnte diese Leistung allein schaffen. Aber zusammen, beieinander, mit großer Hilfe, das können und haben wir geschafft. Ja, meine persönliche Erfahrung zum MapLibre-Projekt, so ein bisschen steht ja die Frage dahinter, was hätte ich eigentlich gerne vor einem halben Jahr schon gewusst? Eine Sache, die ist eigentlich relativ offensichtlich, ich würde sie trotzdem mal herausstellen, das technische Projekt muss laufen. Der organisatorische Aufwand in so einem Community-Fork ist enorm. Man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass das technische Projekt laufen muss. Unabhängig davon, was wir uns für neue Dinge ausdenken, wer da teilnehmen darf und wer nicht. Wenn ich Leute ausschließe, die eigentlich beitragen wollen, ihnen Hürden baue, dann wird das dem Projekt nicht gut tun. Dann habe ich vielleicht irgendwann ein tolles organisatorisches Projekt, wo aber leider keinerlei Entwicklung an dem eigentlichen Projekt mehr stattfindet. Und das ist wahrscheinlich kaum das Ziel. Das muss man halt im Hinterkopf behalten. Irritierend fand ich tatsächlich das Thema Foundations. Wir hatten da sehr viel Hoffnung reingesetzt, die richtige Foundation auszusuchen und sehr viel Zeit in den Vergleich von Foundations gelegt. Und das ist überhaupt nicht erfüllt worden, dass wir da beitreten und dann helfen uns damit, dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Ganz im Gegenteil, wir haben festgestellt, dass es tatsächlich einfach noch mehr Aufwand initial macht, sofort in der Anfangszeit irgendwo beizutreten. Ich kann trotzdem nur wärmstens empfehlen, alle diese Foundations, die irgendwie in dem Bereich des Forks liegen, echt mal zu kontaktieren. Es hat mehrere Gründe. Zum einen sind da sehr coole und sehr interessante Menschen, mit denen man spricht. Zum anderen machen die super Kontakte und sind auch sehr hilfsbereit, unabhängig davon, ob man irgendwo beitritt. Meine Empfehlung ist, auch aus unterschiedlichen Bereichen sich Foundations anzugucken, im Sinne von welche, die eher Community-getrieben sind und welche, die eher so Business-getrieben sind. Als Beispiel bei Community wahrscheinlich eher so die Apache Software Foundation und bei Business getrieben so eher so Richtung Linux Foundation. Dann kriegt man so ein komplettes Bild, was wirklich möglich ist. Wenn es darum geht, Contributions einzusammeln, unabhängig von Code, das ist auch ein Tipp, den wir von der Apache Software Foundation von David Nelly bekommen haben. Fragt nach Arbeitszeit, nicht nach Geld, hat mehrere Gründe. Geld zu verwalten ist extrem schwierig, weil man erstmal bestimmen muss, wer darf denn darüber bestimmen. Das heißt, die Organisation rutscht wieder nach vorne. Wenn man nach Arbeitszeit fragt, ist das alles vollkommen unkritisch und wird auch von den meisten Firmen wesentlich lieber gezogen als das Thema Geld. Und unterm Strich habt ihr halt von $100,000 Spende weniger als für Arbeitszeit und wäre Gegenwert von $100,000. Ein etwas abstrakterer Lesetipp hier an der Stelle. Dries Buitaert, ich spreche es richtig aus, der Gründer von Drupal, Balancing Makers and Takers to Scale and Sustain Open Source. Wärmste Empfehlung, das mal zu lesen. Er stellt mich für meine Begriffe eine wichtige Frage. Haben wir eigentlich die richtigen Lizenzen? Wenn wir nicht wollen, dass Leute alles mit Open Source machen, sondern dass sie auch einen Beitrag leisten, um es zurückzugeben, hat er zwei Themen. Die eine, wie tue ich das? Also wie stelle ich heraus, dass jemand etwas zurückfließen lässt? Und auf der anderen Seite müssten wir nicht über andere Lizenzen nachdenken. Er stellt da zwei vor. Sehr, sehr lesenswert. Also insofern unbedingt mal lesen. Da MapLibre ein Community-getriebenes Projekt ist, ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen. Bis jetzt hat das Projekt fast 2000 GitHub-Stars gesammelt. Es gibt eine sehr aktive Community,
und das Projekt wird auch inzwischen von vielen großen Unternehmen benutzt. Der beste Weg, um zu mitmachen, ist, das Projekt in Ihren eigenen Anwendungen zu verwenden. Eigentlich ist das ganz einfach. Für Projekte, die auf NPM basieren, müsstet ihr nur die Dependencies-Zeile ändern und initiieren eine Instanz auf dem MapLibre-Namespace. Ähnlich einfach ist es mit React.js, Vue und andere Bindings. Derzeit ist die einfachste und vollständigste Dokumentation unter mapteilere.com-docs zu finden, aber bald wird sie auch auf maplibre.org wachsen. Ja, wir freuen uns sehr über Spenden. Die einfachste Art und Weise, einen kleinen Beitrag zu leisten, wäre mit Geld. Da sind wir über Open Collective oder GitHub Sponsors erreichbar. Da ist eine große Transparenz gegeben, wo auch die Gelder verwendet werden. Wer nicht öffentlich geführt werden möchte, kann auch privat spenden an der Stelle. Das heißt, der Name wird nicht genannt und die Beiträge können selbstverständlich einmalig oder auch regelmäßig sein im Rahmen eines Dauerauftrags. Wo wir uns noch viel mehr darüber freuen, ist halt die Spende von Arbeitszeit in gerne auch größerem Umfang. Das heißt, auch dort wieder dauerhaft oder zeitweilige Beiträge. Und hier haben wir sicher einen fließenden Übergang zur Mitentwicklung und da gebe ich dann weiter an Luke. Ja, und anschließend mit Arbeitszeit nehmen wir gerne Ihre Mitentwicklung und vor allem könnt ihr mit GitHub Issues helfen. Wir haben eine sehr aktive Community und das heißt, dass es gibt viele, die irgendwas Fragen oder Issues gefunden haben, hatten und wenn sie das mit sortieren oder mithelfen könnte, wären wir uns dankbar. Und auch natürlich könnt ihr mit Code helfen, ob das heißt, Bugfixes zu machen oder einfach Funktionen zu erweitern oder vielleicht Performance verbessern. Auch bei Dokumentation brauchen wir Hilfe. Ihr könnt sie erweitern, noch schreiben oder auch verbessern und auch vielleicht auf euer Blogs ein How-To schreiben oder ihr was auch immer. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Sehr gerne antworten wir die. Ja, wer möchte, kann die Frage auch auf Englisch stellen. Ich werde mich bemühen, sie zu übersetzen. Das bekommen wir schon irgendwie hin. Ja, gibt es Fragen? Dann raus damit. Ja, danke ihr drei für diesen wirklich sehr spannenden und interessanten Vortrag. Anhand der Fragen sieht man auch, dass die Leute sehr interessiert zugehört haben und dass da Interesse da ist an dem Projekt. Ich finde es auch mega gut, dass ihr das gemacht habt. Also ich finde es richtig, richtig cool, muss ich sagen, dass sich da so viele Leute gefunden haben, um aus Closed Source wieder Open Source zu machen. Wir fangen mal an mit den Fragen, würde ich sagen. Wir gucken mal so durch, wir gucken mal auf die Uhr, gucken, was wir schaffen, aber da sollte einiges möglich sein. Fangen wir mal so ein bisschen an mit, die thematisch zusammenpassen. Hier gibt es eine Frage bezüglich Unterstützung von WMS, WMTS, WFS, KML, GPX und dann auch Richtung Unterstützung 3D, von 3D-Tiles und Terrain-Standards wie bei Cesium. Vielleicht könnt ihr das in einem beantworten. Wer auch immer von euch das macht. Ich würde mal die Fragen Richtung WMS und Features beantworten und dann für 3D zu Luke übergeben. Also WMS funktioniert bereits schon seit langer Zeit. Haben wir einfach von oben bis unten runter exerziert. Die einzigste Einschränkung ist, es ist eine gekachelte Abfrage mit den Problemen, die halt da hinten dranhängen. Jeder kennt das, ein großes Waldgebiet wird aufgesplittet in viele Kacheln, dann hat man mehrmals die gleiche Beschriftung. Das entspricht vielleicht nicht unbedingt der Erwartung. Ansonsten, wir gehen davon aus, dass es mit MapProxy kompatibel ist. Das müsste man nochmal genauer ausprobieren, aber eigentlich dieses Feature ist da. Alles andere, was gefragt wurde, sind letztendlich REST-Schnittstellen unterm Strich, beziehungsweise irgendwelche Standardschnittstellen, irgendeine Bibliothek benutzen, die das Ganze in GeoJSON umwandelt und dann passt das. Also es gibt zahlreiche Beispiele für die Integration von GPX, KML. Ich sehe leider gerade den Text nicht, deshalb muss ich mir gerade aus den Fingern sagen. Genau. Ja, 3D, Luke. Luke, you're muted. Jetzt. Ja, 3D jetzt ist quasi 2,5D. Es gibt nur
die Möglichkeiten, den Kamerawinkel zu ändern und die Gebäude vielleicht ein bisschen höher zu machen, eine bestimmte Höhe zu machen. Aber wir haben jetzt ein PR, das komplett 3D wie Mapbox 2.0 integrieren wird, wenn es angenommen wird. Das heißt, Terrain Tiles und ja, Heatmap und so weiter. Ja. Okay, dann noch eine Frage Richtung Funktionalität wird hier gefragt, ob es tatsächlich ein kompletter, vollständiger Fork ist seit der Version 1.1.3 oder ob außer dem Tracking noch anderes entfernt wurde. Das ist sicherlich für die Leute interessant, die umsteigen wollen. Es gab noch eine strittige Passage, da wurde quasi das Mapbox-Kunden verboten, eine bestimmte Passage zu entfernen. Die ist meines Wissens nach ausgefallen, es war keine Technik, die entfernt wurde. Es ist tatsächlich okay. Eine Passage, die strittig war. Ich bin nicht 100% sicher, was da gerade der finale Stand ist, aber tatsächlich war mehr so eine rechtliche Frage. Das heißt, von der Technik her würde es 1:1 funktionieren. So wie ihr es im Beispiel eben gezeigt habt, sollte es eigentlich klappen. Genau, das war der große Wunsch, zumindest für den Schritt 1, eine hundertprozentige Kompatibilität zu haben. Genau. Das klingt doch schon mal sehr gut. Dann auch noch mit sehr vielen Stimmen gewotet Richtung Bibliotheken. Werden in Zukunft alle nötigen Bibliotheken JavaScript, CSS direkt auf MapLibre.org gehostet? In Klammern derzeit scheinbar noch auf Unpackage.com. Peter, vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, wir haben keine CDN auf maplibre.org. Darum gibt es die Bibliothek auf verschiedenen CDNs und es kann gehostet sein auf maplibre.org, wenn das die Leute brauchen oder wollen. Aber eigentlich ist das Open Source Projekt und jede Person kann es auf eigenen Server hosten oder auswählen die CDN, die brauchen. Ist ja vielleicht auch datenschutztechnisch, gerade wenn man in Deutschland mit DSGVO unterwegs ist, auch nicht das Schlechteste, wenn man es selber hostet. Ja, dann gehen wir mal weiter bei den Fragen. Ich sehe noch hier eine mit 4 Votes zum Beispiel. Viele Unternehmen setzen auf virtuelle Desktop-Umgebungen. Die sind meist nicht mit einer GPU oder meist nur geringer CPU ausgestattet. Wie kommt MapLibre GLJS damit zurecht? Würde ich nochmal machen. Antworten. Ja, bitte. Oder, nee, Luke, bitte. Also ja, es ist möglich. Es kann mit einer Option auf nur CPU-Darstellung, aber es ist nicht immer so gut. Performant. Es ist, ja. Es Wir haben es mal hier im Unternehmensumfeld probiert mit Citrix, quasi Workstations. Es gibt Kunden, da funktioniert das. Es gibt Kunden, da ist es angeblich, ich konnte es noch nicht live sehen, funktioniert es nicht. Es ist tatsächlich ein offener Punkt. Es ist eine Web-Technologie, eine Browser-konzentrierte Technologie und deshalb braucht man dann auch einen voll funktionsfähigen Browser. Okay. Aber ich denke, mit der Zeit ändert sich das auch. Die Unterstützung von GPU oder emulierte GPU in diesen Systemen steigt ziemlich viel und WebGL ist praktisch unterstützt in allen letzten Versionen von allen Browsern. Dann sehe ich eigentlich nicht so ein großes Problem in diesem Bereich und mit der Zeit wird es noch kleinere Probleme als jetzt momentan. Ja. Okay. Dann auch eine ganz spannende Frage, die gerade eben noch reingekommen ist. Wie viel wird als Beitrag ans MapLibre-Projekt von zum Beispiel Amazon, Microsoft etc., hatte ich glaube ich auch Facebook aufgezählt, erwartet, die ja deutlich höheren Umsatz machen als andere MapLibre-Teilnehmer. Hier steht was von 20.000 Mal, das kann ich nicht beurteilen, aber wird da irgendwie erwartet, dass die mehr machen oder sind alle gleichgestellt? Gibt es da irgendwie schon Erfahrungswerte, wie die das machen? Die haben ja manchmal auch mehr Manpower. Die leisten den höchsten Beitrag bis jetzt, würde ich sagen. Vielleicht mal die Dreierrunde hier abgesehen oder auch den
den Juri, der eine ganze Menge Beitrag leistet, letztendlich auf eigene Kappe an der Stelle. Ja, sie leisten den größten Beitrag zurzeit. Ich glaube, sie wollen gar nicht in der allerersten Reihe stehen. Das macht einige Sachen kompliziert, weil Leute halt nicht zu einem Facebook-Projekt zum Beispiel beitragen wollen. Da haben wir ja erlebt, dass es tatsächlich im Bereich von zum Beispiel bei Facebook eigene Open-Source-Projekte gibt, die dann hinter einer Foundation nochmal versteckt werden, sehr bewusst, weil man halt nicht, weil Leute das nicht wollen. Sie wollen nicht zu einem Facebook-Projekt beitragen, sie möchten einem Community-Projekt beitragen. Mhm. Wie gesagt, ich war ausgesprochen positiv überrascht, auch Firmen, die mir jetzt intuitiv nicht so nahe stehen, dass die doch sehr, sehr beigetragen haben, auch organisatorisch. Also wir hatten einen Rechtsanwalt von Facebook, mit dem haben wir uns stundenlang nachts um 2, ich glaube, seine Uhrzeit unterhalten. Und der hat mit uns jetzt also rechtliche Probleme durchgegangen. Also ich war sehr positiv überrascht. Das klingt doch ganz gut. Hier gibt es eine Frage Richtung Mapbox und da möchte ich meine eigene Frage gleich noch ein bisschen anschließen. Wart ihr vorher aktive Contributor beim Mapbox-Projekt, als es noch offen war? Oder war das gar nicht so von Mapbox gewünscht? Und anschließend meine private, also meine Sessionleiter-Frage quasi, hat Mapbox je darauf reagiert quasi? Haben die irgendwas dazu gesagt? Peter, vielleicht möchtest du die Frage nach der Reaktion von Mapbox beantworten. Ja, wir haben gehört, dass es passiert und das Zeichen von Closed Source von Native war eigentlich schon in April oder war Mai der Jahr vorher und JavaScript ist geschlossen im Dezember und dann haben wir eben das gehört schon vorher und die haben erwartet eigentlich, dass es eine Open-Source-Alternative gibt, dass es eine Fork formiert wird. Und das hat passiert. Und ich bin froh, sehr froh, dass die Leute zusammenarbeiten jetzt und der Projekt weiterzulaufen. Dann gibt es mehr Manpower quasi für die Weiterentwicklung und die Zukunft von dem Projekt. Gleichzeitig auf Mapbox waren viele Pull-Requests auch von S3 in Veränderungen von den Systemen. Die haben eigene Strategie für woher die wollen gehen. Auch in der Zeit von alten Open Source Mapbox GLJS und in bestimmten Richtungen wollten die einfach nicht gehen. Und dann mit MapLibre ist das jetzt offen. Ein Beispiel ist die Nationalkoordinatensysteme, die ziemlich wichtig sind für die europäische Anbieter und Leute, die brauchen das in ein bisschen mehr technischen Bereichen, weil das ist nicht für die Masse, aber es braucht es für Präzision, für direkte Koordinaten, für Kadastre und andere Karten. Und das ist ein Beispiel, der einfach nicht gepasst hat auf Mapbox-Strategie. Aber auf MapLibre ist es ziemlich hoch auf dem Roadmap und auf Prioritäten. Und das ist der Beispiel, der hat sich geändert eigentlich mit dem Open Source. Ja. Also auf die Frage, waren wir vorher aktive Kontributoren, kann ich, glaube ich, für fast alle Nein sagen, zumindest nicht im großen Umfang. Wobei man das einschränken muss, es war halt nicht im technischen Sinne, sondern spread the word. Also wir haben halt mehr oder weniger durch das Reden über Mapbox dafür gesorgt, dass sie Kunden bekommen. Das ist in dem Bereich ja auch ein Beitrag, das darf man ja gar nicht vergessen. Da ist ja quasi die Open-Source-Technik, die hinten runterfällt, eigentlich mehr oder weniger Nebenprodukt an der Stelle. Also hier geht es ja darum, sich eine User-Basis zu schaffen. Ja. Ich habe mit jemandem von einer sehr großen Firma in den USA telefoniert, der hat mir gesagt, dass sie schon seit längerer Zeit größere Beiträge zu Mapbox leisten wollten und das geht dann in die gleiche Richtung wie Peter. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, deswegen ich halte mal ein bisschen lass es lieber abstrus. Genau, also die sagen, das wurde nicht gewünscht, also es wurde sehr aktiv von Mapbox nicht gewünscht. Ich glaube, das ist einfach diese Einschränkung von diesem Business Open Source. Ich halte das immer noch für ein sehr gutes Konzept, aber es hat halt auch Einschränkungen. Und die Einschränkung ist, die haben eine Roadmap, die haben eine Vision und die wollen sie verfolgen. Und wenn jemand einfach von der Seite kommt und will in eine andere Richtung entwickeln, dann sagen sie halt nein. Genau. Okay. Ist ja auch spannend zu wissen, glaube ich. Ich gucke mal auf die Uhr. Also wenn ihr noch Zeit habt, wir könnten noch weitermachen, weil die Fragen purzeln so rein und die Lightning Talks, die nächsten, fangen erst um 10 Uhr an und auf den anderen Bühnen ist, glaube ich, auch gerade, also wenn Sie wechseln wollen, können Sie wechseln oder Sie bleiben hier bei der munteren Fragerunde, dann machen wir nämlich einfach mal weiter, weil wir haben noch so viele Fragen und bis 10 Uhr Zeit.
Und solange keiner von den dreien weg muss, machen wir einfach mal weiter. Ich muss mal gucken. Ich stelle die jetzt einfach mal so, ohne sie jetzt quasi groß zu sortieren. Vielleicht, genau, hier, wie wäre es, wenn Unterstützung für andere Vektorteilformate, Vektorteilstandards als MVT einzubauen? Ist das einfach? Ist das geplant? Kann man vielleicht da einfach einen Satz zu sagen? Ich habe keine andere Implementation gesehen, die so performant ist. Und also in generell ist es offen, denke ich. Es ist ein Open Source Projekt. Es konnte diskutiert sein. Es konnte auch aus Pull Request reviewed sein und gemerged. Das kann ich mich vorstellen. Aber vom praktischen Form her sehe ich da nicht viel für den Grund, wieso soll man das machen eigentlich? Ja. Dann noch eine Frage bezüglich Open Map Tiles. Was bedeutet Map Libre für Open Map Tiles? Eine von den Viewern, vielleicht das beste Viewer momentan, der es gibt. Und ja, Open Map Tiles ist ein separates Projekt. Map Libre ist mehr konzentriert auf die Viewing und die Visualisation Teil. Und die zwei sind verbunden, weil die beide Open Source sind und es gibt Leute, die arbeiten auf beiden Projekten. Genau, und jetzt eine Frage, die relativ weit gefasst ist, da kann man sicherlich auch viel drüber reden. Welche andere, vor allem in Klammern für OSM, wichtige Tools sind nicht in Anführungsstrichen oder in Klammern ganz offen oder nur als Cloud oder Service zugänglich? Ist die Frage, gibt es das, ob man da so mal eben drüber reden kann, ist also quasi, ob ad hoc quasi euch da was einfällt, wo das vielleicht auch Sinn machen könnte, Sinn ergeben könnte, quasi aus Closed Source Open Source zu machen. Wir haben in der Dependency-Kette von MapLibre immer noch Sourcen, die von Mapbox kontrolliert sind. Die Aussage, die wir kennen, ist, dass die Backend-Komponenten nicht Closed Source gestellt werden. Also die sind noch Open Source und sollen es wohl auch bleiben. Deshalb, wir wollen uns da keine ewige Kette an Dependencies ans Bein hängen, sonst ist das irgendwann eine never-ending Story. Da ist man angreifbar an der Stelle. Wir vertrauen darauf, dass Mapbox, also sie sind bis jetzt nicht konfrontativ gewesen und ich glaube, sie haben auch keinen Grund dazu, es zu tun. Gucken wir mal, im OpenStreetMap-Bereich, mir fällt auf Anhieb jetzt gerade nichts ein. Nein. Gut, dann gehen wir mal weiter. Also wir haben jetzt noch vier Fragen quasi, die machen wir einfach nochmal durch. Wie ist der aktuelle Stand der MapLibre Native für den Node.js-Bereich? Wird daran aktuell gearbeitet oder wie geht es damit weiter? Ja, es wird sicher weiter verbessert und ein bisschen geändert von Mapbox wahrscheinlich, weil der erste Beispiel ist die 3D, der Pull Request, der das richtige 3D mit RGBA Terrain-Kacheln einsetzt. Der braucht mehr von den Informationen in den GLJSON-Style und dort gibt es schon Änderungen bei der Implementation in dem Pull Request und jetzt wird es diskutiert, wie gehen wir weiter mit dem Projekt. Ob wir einsetzen genaue Kompatibilität oder auch die Implementation kann brauchen etwas anderes als das, was Mapbox implementiert hat und dann wird es separat. Aber darum haben wir eigentlich die Dokumentation als Teil von der MapLibre und ziemlich viel Aufwand ist jetzt gegangen in die Richtung Dokumentation. Und die Webseite ist kurz von vorstellen und dann kann man auch die Dokumentation von JSON Style Format diskutieren auf dem GitHub und es wird auch gehen die Releases und Implementation in JavaScript und Native. Alles klar. Gut, dann machen wir jetzt noch die letzten drei. Zwei sind, glaube ich, sehr einfach. Jetzt nochmal, wird die Spezifikation von MBGL.js, also Mapbox.gl.js, aktiv weiterentwickelt und können da auch Mitglieder mitmachen, die nicht MapLibre-Mitglieder sind? Ich glaube, das hat Peter ja gerade schon mit beantwortet. Genau, also ja, herzlich gerne. Wir sind kein geschlossenes Projekt. Da kann jeder mitmachen.
ein Pull-Request kann auch mal abgelehnt werden, wenn es halt vollkommen entgegen so der allgemeinen Richtung geht. Aber herzlich willkommen. Genau, ist halt, ne, ist halt wie bei einem normalen Open-Source-Projekt quasi auch. Und wenn es dann quasi das nicht mehr das Interims-Project Steering Committee gibt, sondern richtiges, dann ist das ja auch nochmal für außen auch nochmal sichtbarer, wer da wieso welche Pull-Requests ablehnt etc. Von daher seid ihr da, glaube ich, auf einem guten Weg. Vielleicht gerade anschließend kam nämlich gerade eine Frage rein, in welchen Bereichen sind aktuell Unterstützung am dringendsten? Da scheint Leute zu geben, die euch unterstützen wollen. Vielleicht könnt ihr da, wenn wir gerade schon beim Thema Community sind, direkt was zu sagen. Housekeeping. GitHub, Issues, ja. Pflege, Antworten, Pull Request, ja. Review. Es sind gerade die vielen, vielen kleinen Tätigkeiten. Wir suchen keine Star-Entwickler, also wir nehmen die auch gerne. Aber es ist tatsächlich viel Housekeeping, Spread the Word, Examples. Entschuldigung für das Denglisch, das ist manchmal echt schwierig. Also Beispielanwendung bauen, darüber schreiben, bloggen. Wie gesagt, wer wirklich was Niedrigschwelliges sucht, Housekeeping. Housekeeping klar, kann sich dann einfach an euch wenden und ihr kriegt das dann zusammen hin. Perfekt, das klingt doch schon mal gut. Genau, jetzt noch eine IE10-Frage, dass es den überhaupt noch gibt. IE10 unterstützt auch kein WebGL, benutzt MapLibreGL.js da einen Canvas-Renderer Fallback? Interessante Frage. Ich glaube, ich habe das falsch ausgesagt. Eigentlich braucht es IE11 und neue. Und ja. Ja, ich glaube auch, selbst IE11 sollte man übrigens langsam abschaffen. Selbst Microsoft unterstützt das übrigens, ich glaube, im Oktober mit seinen eigenen Anwendungen nicht mehr. Also von daher sollte man sich gut überlegen. Genau, es deprecated ganz definitiv seit, ich glaube, 31. Januar diesen Jahres. Ja, genau. So, letzte Frage. Kann die, richtig ein bisschen technisch, kann die Attribution in Klammern Namensnennung und rechts abhängig vom Kartenausschnitt angepasst werden? Und wenn nicht, müsst ihr in die Dokumentation gucken wahrscheinlich. Technisch ist da keine Unterstützung, denke ich, momentan, aber es wäre eine Pull-Request, also es kommt einfach von TileJSON, von den Source-Definition und es hat keine Funktion auf dem Ausschnitt, auf dem Bounding-Box. Aber das wäre eine Möglichkeit, Pull-Requests zu machen in diesem Bereich und es ist genau eine von den möglichen Weiterentwicklungen, die passieren konnte. Das klingt doch gut. Und damit haben wir auch unsere Riesenfragerunde, die fast genauso lange war wie der Vortrag. Aber das freut mich, wenn die Leute so interessiert sind, quasi auch abgearbeitet. Gefühlt fragen die Leute auch hier online mehr als im echten, auf einer echten Konferenz. Von daher danke euch dreien auf jeden Fall für die sehr geduldige Beantwortung der Fragen.